Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities in Motion. Mach mal auf Play. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir kurz vor Ende der letzten Aufnahme ins Minus gekommen sind. Das heißt, es fängt schon wieder gut an. Die Stadt gewährt mir Zuschüsse. Super. Was sollen wir hier verbinden? Das Kaufhaus mit. Das Apartment. Mit dem Apartment. Achso, wir müssen ja einen Profit erwirtschaften. Ich erinnere mich, ey. Ach, jetzt haben wir das erfüllt gehabt. Okay. Ja. Profit erwirtschaften. Das ist ein echt guter Plan. Kundenbewertung schlecht. Warum? Weil die überall warten müssen. Ich kann da auch nichts für, meine Freunde. Diese tolle Straßenbahnlinie hier. Wir machen mal auf schnell. Steigt hier nämlich das Geld. Wow, ein Flugzeug. Ein Bus hat eine Panne. Beim Vergnügungspark. Also ich mit dem Vergnügungspark jetzt ja nicht so Bombe. Ich meine, ein Riesenrad, eine Achterbahn und zwei Karussells. Sechs Arbeitsstätten. Okay. Wir haben eine neue Aufgabe. Meine jüngste Tochter fährt mit ihrer Schulklasse auf einen Campingausflug. Ich habe zwar vollstes Vertrauen in die Schule, würde sie aber gerne ein paar Mal nach ihr sehen. Würde sie aber gerne ein paar Mal nach ihr sehen. Okay. Könnten Sie es so einrichten, dass ich nach ihr sehen kann, ohne dass sie es bemerkt? Bitte. Okay. Moment, jetzt soll ich da eine Bushaltestelle hinbauen? Bauen Sie eine Linie, die am Wald entlang fährt. Ja, das gibt es doch schon. Okay, dann machen wir das doch. Und nehmen hier gleich noch so ein paar Sachen mit. Keine Ahnung, fährt der Bus halt hier lang. Und hier lang. Und dann haben wir noch ein bisschen was abgegrast. Dann brauche ich mal einen neuen Linienplan. So, neue Linie erstellen, Mensch. Einmal die. Die Linie. Dann dahin. Dann einmal dahin. Und wieder dahin. Und wir nehmen zwei Busse und eröffnen das. Das merkt die Tochter auch nicht, wenn ich extra eine Linie erstelle. Das sieht auch nicht schlecht aus hier, ne? Vielen Dank. Jetzt kann ich ohne Probleme vorbeischauen und mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Diese Helikoptereltern immer, ne? Hier sind überall Gartenzwerge. Steuerung Alt-Delete. Ovaltine Jenkins. Cheswick. Magic Hat, Lavender Gooms, Holle Beckett, was? Holle Beckettscher? Achso, den kennen wir schon. Ist schon lustig, also finde ich gut gemacht. Große Fichte, das ist ganz wichtig. Kleine Fichte, dass uns das Spiel das zeigt. Ob wir das töten, wollte ich gerade sagen, ob wir das abreißen können. So, dann machen wir doch mal wieder auf dreifache Geschwindigkeit. Zumindest läuft es bis jetzt hier anscheinend, ne? Ist ja nicht schlecht. Hier ist der Markt.
Ich gehe gern mal so ein bisschen durch die Straßen und gucke mir das mal an, was hier so ist. Wenn man aber gerade so im Bauen ist, dann vergisst man das irgendwie. Was haben wir hier? Alte Akademie, Universität. Stimmt, da sollten wir extra eine Bahnlinie hinbauen. Oh, Zeit. Werbung. Nee, sag echt. Ein Hotel. Aber hier cooles? Holla. Nee. Statue. So. Holla, ich komme gerade von einer Auslandsreise zurück. Dort habe ich das beste Verkehrssystem überhaupt gesehen. Ja, wir sind ja auch in Deutschland, wir sind nicht im Ausland, ne? Sie haben U-Bahn-Stationen mit Busrundstrecken verbunden, die ihre Passagiere mit Bussen zu den U-Bahn-Stationen befördern. Können wir das hier auch ausprobieren? Bauen Sie zwei Buslinien, die Passagiere zur U-Bahn-Station befördern. Oh, super. Wir könnten hier hinten was bauen. Ja, machen wir das mal. Okay. Gehen wir hin. Wo ist hier die U-Bahn? Hier unten. Okay, dann. Sorgen wir doch mal dafür, dass das hier jetzt verbunden wird. Ja, warte mal, wir bauen das hier. Oh, warte, das ist einer Linie zugeschaltet, aber das hier nicht, ne? Okay, Moment. Doch, das können wir so lassen. Das können wir so lassen. So, eine Stelle hinzufügen. Einmal die, dann die hier und die hier. Richtig sinnvoll. Dafür verschwenden wir jetzt unser Geld. So. Dann haben wir ja noch hier so, wo wir Buslinien miteinander hier mit der Bahn verbinden können. Ach hey. Dann einmal hier. Dann fahren wir mal hier lang mit dem Bus. Und hier lang. Ja, warum nicht hier auch lang? Dann halten wir hier. Und hier. Und hier. Und dann können wir hier wieder andocken. Ups, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Neue Linie. Also die eröffnen wir. So, und wir fügen da mal was hinzu. Und zwar die Haltestelle. Da wollten wir ja hier irgendwie lang fahren. So. Dann hier lang. Und dann verbinden wir das wieder. Ja, wir fügen vielleicht noch einen Bus hinzu. Ja, dann passt das. Okay, dann öffnen wir das mal. So. Oh nein, wir haben gar keine U-Bahn. Ich bin ja auch ein Held. Wir könnten eine U-Bahn hier einmal quer durchfahren lassen. Das wäre eine Idee, oder? Verdammt. U-Bahn. U-Bahn-Station. Ebenerdig. Das wäre die Idee hier. Nein, wir bauen das unterirdisch. Ja, unterirdisch.
Nicht genug Geld. Ja, ist okay. So. Kostet das denn 3.100 irgendwas? Ja, okay. Dann bauen wir hier mal eine hin. Kann man die drehen? So kann man die drehen, okay. Und dann würde ich mal hier eine hinbauen. Dieses Spiel mit dem Geld, ne? Wir haben schon extra auf leicht gestellt, damit wir das hier hinkriegen, aber jedes Mal gibt es ein Theater. Jahre später. Oder wir bauen das hier hin. Wir müssen es ja in der Nähe von der Bushaltestelle eigentlich bauen, ne? Fällt mir mal so ein. Nein, aber mir gefällt das hier, deswegen baue ich das hier hin. Oder auch nicht, weil das Geld Nein sagt. Dabei läuft es doch so gut. Huch. Komme ich jetzt hier wieder raus? So. Moment. So. Erstmal. Hier, die Gegend ist hässlich. Ich baue das vielleicht doch besser irgendwie hier hin oder so. Wir haben drei Fahrzeuge. Linie 1 wollen 9 mitfahren. 35. 18. Wir müssen schon 3 lassen. Nein, wir machen eine weg. So, wir verkaufen mal einen. So, jetzt würde ich mal ganz schnell irgendwie die U-Bahn hier platzieren. Kino. Wir bauen die U-Bahn am Kino. Das ist immer ein guter Plan. So. Die nächste U-Bahn-Station könnte man hier hinbauen, irgendwo. Bei der Uni. Wäre das schon praktisch? Ja, aber nicht mit dem aktuellen Geld, was wir da oben sehen. So, Vergnügungspark 2. Wir fahren 4. Ja, wir entfernen hier auch mal Busse. So, da müssen die Leute halt länger warten. 3 Stück, Alter. Stimmt, das war ja total sinnlos hier, ne? Löschen, ja. So eine Buslinie da unten reicht auch. Linie 13, 14, 15, 16, 17 ist da unten, 18 ist da oben. Hat einen Bus. Ja, okay, der hat auch nur einen Bus. Der hat 2 Busse. Ja, okay. Wie sieht's denn bei der Straßenbahn aus? Würde ich mal eine verkaufen? Hier auch.
Ja, das sieht gut aus. Das lassen wir mal so. Jetzt können wir nämlich ganz schnell die nächste. Wo war denn hier die Uni da? Unten wäre irgendwie noch schön, ne? Wenn man hier noch eine hätte. Dann ist hier irgendwie Endstation oder so. Hier in der Agrargegend ist auch nicht schlecht, ne? Müssen wir jetzt halt nur hinkriegen, dass wir dann auch das Geld dafür haben. So, wir warten mal ab und gucken mal, ob das jetzt funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Oh, stopp, 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 stopp. Ciao mal wieder. Was? Ich veranstalte noch ein Fotoshooting mit einem weltberühmten Fotografen. Dieses Mal dreht sich alles um ihre Werbekampagne. Wir möchten an Schlüsselorten in der ganzen Stadt fotografieren, während wir in einem Bus fahren. Könnten Sie dafür sorgen, dass eine geeignete Linie zur Verfügung steht? Ach du Scheiße. Okay. Wetter ist einfach unerträglich. Ich muss eine Transportmöglichkeit von meiner Haustür zum Bahnhof haben, damit ich meine Nichte abholen kann, die eine Weile bei mir wohnen wird. Ich verlange, dass sie augenblicklich eine neue Linie in Betrieb nehmen. Ja, wir probieren das mal aus. Hervorragend, gute Arbeit. Bla bla, Dankeschön. Momentan zirkuliert online eine Internetpetition, die eine neue U-Bahn-Linie fordert. Ich glaube, wir können dem Wunsch der Leute entsprechen. Offensichtlich gäbe es zahlreiche Passagiere. Ja, ich würde die Linie auch bauen, aber die Leute, das Geld möchte das nicht so. Das Geld sieht das nämlich anders. Gefällt mir auch nicht, aber hey. Stopp. Gönn ich mir mal. Hier, jetzt müssen wir nur noch Gleise bauen. Das wird ja ein Spaß. Erhöhtes U-Bahn-Gleis, ebenerdiges U-Bahn-Gleis, Untergrund-U-Bahn-Gleis. Nicht genug Geld. Oh yeah, nicht genug Geld. Ah, super. Toll, toll, toll. Das wird ein Spaß. Wir nutzen jetzt hier jeden Cent. Waren das gerade Kühe oder so? Ich finde diese U-Bahn-Dings, die sehen schon nice aus, ne? Also es gefällt mir schon cool, wie das hier aussieht. Es gefällt mir cool. Ich rede auch die total tollen Sachen hier. Ach so, hier ist ja auch der Dingens, der Landwirt. So. Wenn das nicht so mega viel Zeit und Geld kosten würde. Aber warte, ich kann für die Tante hier eine Linie einrichten. So, jetzt muss ich mal gucken. Neue Fotos. Okay. Bis dahin. Das kriegen wir hin. Wir bauen erstmal nicht eine Bushaltestelle hier hin. Okay, ich speichere das erstmal unter Schwarz 4 ab. Schwarz 4, ja. Was soll das? Habe ich aus Versehen auf Spiel beenden geklickt? Ja, ich möchte das laden. Stell dir vor, Spiel. Ich habe da Lust drauf, das jetzt zu laden. Spielen, ja. Darf ich hier noch mal neu gucken? So, die Alte wollte hier eine Bushaltestelle haben. Ja. Ich sage aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben.
Und damit ciao und bis zum nächsten Part.